Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten ModMap-Vorstellung von einer ModMap, die beim ModContest 2015 vorgestellt wurde. Ganz schön viel Mod in der Moderation, aber diese Bielefeld-Map lohnt sich auf jeden Fall. Das sollte man sich wirklich mal anschauen. Generell gibt es einige schöne Maps, ich werde mir mehrere davon anschauen. Die Bielefeld ist so, was ich bis jetzt gesehen habe, was ich bis jetzt gehört habe, aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei, wenn nicht sogar die schönste Map. Ja, wir haben ja erstmal einen ganz schnuckligen kleinen Unterstand, Sampo und sowas. Auf das Startequip werde ich wie immer nicht eingehen. Das sehe ich ja immer noch so als sehr variabel. Wenn man was anderes haben will, dann kann man sich ja da einfach was anderes kaufen und gut ist und mit was anderem starten. Deshalb, ja, wird das erstmal von mir so ein bisschen ignoriert. Wenn ich jetzt die PDA-Karte mache, werden wir ein wenig erschlagen. Die Karte ist nämlich richtig ordentlich groß. Also die nutzt schon die Fläche, die sie hier zur Verfügung hat. Sprich, wir haben nicht der typische Trend, der sich in den letzten Monaten entwickelt hat, dass man halt nur einen ganz kleinen Teil einer Karte bebaut. Nein, das hier ist mal wieder eine richtig ordentliche Größe. Wir haben schöne Unterstände. Ich glaube teilweise welche von Vertex Design, wenn ich mich nicht täusche. Hier Kälberboxen und sowas. Wir haben eine schöne große Wiese. Wir haben Map.Trigger verbaut. Also man kann eigentlich schon sagen, schon alleine beim Hof hier alles vom Feinsten. Und wir haben nicht nur diese eine Farm hier, sondern wir haben mehrere. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich heute denn am schlauesten gehe, weil die Map hat wirklich einiges zu zeigen und ich möchte euch natürlich wie immer einen möglichst guten Eindruck davon vermitteln. Laufen wir jetzt erstmal hier rechts. Also insgesamt kann man schon sagen, es ist eine hügelige Landschaft. Es ist nicht ganz eben, aber es ist halt auch alles andere als bergig, wenn man hier mal guckt. Also Berge werdet ihr hier nicht finden. Aber das hat mich am Anfang auch erst gestört, als ich auf der Map war. Aber ich finde, dass es, desto länger ich hier bin, desto besser gefällt mir das Ganze. Es ist natürlich, ich finde, die Landschaft ist sehr realistisch. Man hat das häufig so, ich vergleiche die Map jetzt einfach mal ein bisschen mit der Holzhausen, weil ich sie qualitativ auf einem ähnlichen Level sehe, dass man, dass so einiges bei Holzhausen, die war zwar auch recht flach, aber irgendwie war das Ganze ein bisschen zu idealisiert, sag ich mal, von wegen dieser eine Berg in der Mitte und außenrum alles flach. So ein bisschen so in die Richtung ging ja die Holzhausen. Klar, ganz 100% gerade war sie auch nicht, aber die war schon irgendwie so idealisiert und das hier wirkt sehr wirklich in die Natur gebaut und nicht so, als hätte man sich irgendwo gedacht, da möchte ich einen Berg haben oder einen Hang und den Rest leiche ich danach an. Und das ist hier halt irgendwie sehr, sehr schön. Das Ganze wirkt dadurch echt realistisch. So, dann gehen wir mal zur ersten Biogasanlage. Hier die Einfahrt, also klar, von den Texturen her muss ich da nichts sagen, das ist alles höchstes Level. Mehr geht im Moment nicht. Also es sind absolut die Texturen, die ja im 15er und im 13er teilweise, auch wenn ich mir hier zum Beispiel den Alligator, den Shredder anschaue, das ist alles das, was sich, sage ich mal, in den letzten Monaten und ja beim LS13 fast schon Jahren so herauskristallisiert hat, was die Geräte sind, was die Modelle sind, die viel verbaut werden, einfach weil sie so qualitativ hochwertig sind. Und wir laufen jetzt hier mal links lang. Müssen wir mal schauen. Also muss man ein bisschen überlegen, wie wir denn viel zeigen können, ohne dass wir hier nur im Spazierengehen sind. Ich möchte gerne auch alle möglichen, noch einen ganz kleinen Fehler hier. Ja, ja, das ist aber was, was blickwinkelabhängig ist, die Kante. Ja, aber ich finde, sowas ist verschmerzbar. Und im Vergleich, ich weiß ja nicht, also irgendwie mache ich dieses Video auch so ein bisschen, weil ich gerne möchte, dass wenn ihr die Map gut findet und euch die runterlädt, das Ganze geht natürlich über einen schnellen Download, über die Farming-Simulator-Seite, da möchte ich gerne, dass ihr die Map auch bewertet. Man kann zwischen 1 und 5 Sterne geben und diese Bewertung, die entscheidet dann halt auch im Endeffekt, ob der Mod den Contest gewinnt oder nicht. Und ich finde, dass diese Map hier auf jeden Fall mindestens 4 Sterne verdient hat, wenn nicht 5, von mir hat sie 5 bekommen. Aber wer von euch das Ganze halt hier auch so geil findet, allein dieser Blick hier, das ist alleine schon Stern wert. Das ist echt eine richtig, richtig schöne Landschaft. Ich bin auch im Moment am Überlegen, wie es denn jetzt so weitergeht. Ich mache im Moment mein Landwirtschaftsprojekt, beziehungsweise mein Forstprojekt, aber ich möchte eigentlich auch mal wieder Landwirtschaft machen. Und da ich Oldtimer-Mod-mäßig noch nicht so wirklich zufrieden bin, läuft es vielleicht darauf hinaus, dass ich mal wirklich ein Projekt mit größeren Maschinen mache. Ob die Bielefeld dafür eine Map wäre, müsste ich mir noch überlegen.
Von der Größe her passt es auf jeden Fall. Ich muss mir mal angucken, wie groß denn die großen Felder sind, ob es sich da lohnt, auch mal die ganz großen Drescher rauszuholen. Da werde ich mich in den nächsten Tagen mal drum kümmern. Oh, ja, die Texturen sind jetzt leicht verschwommen, aber ich finde, bei so Häusern stört das eher weniger. Wir haben hier drin, glaube ich, auch die Kartoffel, die Kartoffelwaschmaschine. Coole Sache auf jeden Fall. Ich persönlich brauche die jetzt nicht zwingend, aber ist auf jeden Fall mal wieder so ein nettes kleines Gimmick, was da beigegeben wurde hier quasi. Wir haben hier einen eher praktischen Hof, also finde ich unseren Starthof etwas schöner, aber hier ist halt, sagen wir mal, der Kartoffelhof und mit ordentlich Unterständen ausgestattet. Ist das auf jeden Fall auch, ja, eine coole Sache. Dann laufen wir jetzt, glaube ich, mal hier links lang. Dann haben wir schon so ein bisschen, gehen wir gerade die untere Kante lang. Danach werden wir uns hocharbeiten Richtung Farm 2. Und ich glaube, oben, ja genau, oben links war auch noch die zweite Biogasanlage. Ja, also Bielefeld ist, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich werde auch noch die ein oder andere Map vorstellen. Leider sind auch ein paar kleinere wieder dabei. Aber Bielefeld ist aktuell, glaube ich, so insgesamt noch mein Favorit, weil die halt groß ist, aber noch nicht vierfach. Vierfach kann nämlich auch, vierfach ist natürlich schon irgendwo cool, so richtig, richtig groß. Aber es hat halt auch Nachteile. Meistens in Sachen Performance und man verliert sich irgendwie in der Map, finde ich. Also es ist irgendwie schon fast ein bisschen zu groß, wenn man die normalen Karten oder gerade kleine Karten gewöhnt ist. Deshalb macht mir, ist für mich diese Standardgröße immer noch dicht am Optimum, sag ich mal. Wenn nicht sogar, ich sag mal, ein bisschen größer als Standard ist noch in Ordnung, aber so eine komplett ausgenutzte Vierfachkarte ist ein bisschen extrem. Ja, hier haben wir einen Getreidehandel und einen Tomaten. Ja, ich gehe mich verbuddeln. Sorry, ein Potato, also Kartoffelnverkauf. So. Müssen wir mal schauen. Jetzt interessiere ich mich auch dafür, wie ist denn hier hinter eigentlich die Straßenführung geregelt? Weil hier ist ja auch irgendwie, ist hier ein Bach oder war hier eine Straße? Das werden wir gleich sehen. Ja, doch, eine ordentlich große Landstraße. Dann werden wir von ein paar Häusern. Ach, ich finde das immer so schwer, wenn man sich entscheiden muss. Das ist das Härteste. Wenn man nicht weiß, wo lang man gehen soll, wenn man eigentlich insgesamt schon merkt, okay, eigentlich könnte hinter jeder Abbiegung was Schönes lauern. Aber allein diese Aufsplittung auf die Höfe ist für mich immer so eine grenzwertige Sache. An sich eine coole Geschichte, aber meistens spielt man halt doch nur auf einen Hof. Und da finde ich es dann schöner, zum Beispiel wie bei der Two Rivers oder bei der Landwehrkanal. Okay, die Landwehrkanal hat jetzt ja auch schon drei Höfe, wenn ich so drüber nachdenke. Aber dass man halt einen kleinen, schnuckeligen Standardhof hat, wo man spawnt, wo man anfängt. Und sich irgendwann dann quasi hocharbeiten kann auf ein Lohnunternehmen oder auf so einem mittelgroßen Hof. Das finde ich ganz cool. Und diese Aufteilung, okay, klar, ihr habt ja gesehen, der Kartoffelhof da hinten mit der Kartoffelwaschanlage, der ist nicht klein, der ist sogar relativ groß. Aber ich finde, ja, der ist so ein bisschen sehr auf praktisch ausgelegt. Wobei das hier wirklich alles, also wenn ich hier was bemängle, ist das alles immer auf höchstem Niveau, sage ich mal. Allein so, also die Wege sind schon ultra geil. Wenn ich das Ganze jetzt eigentlich einfach mal mit der Belige Profonde oder wie die hieß, also mit der Gewinner-Map von vor 2 Jahren vergleiche, muss ich sagen, mir hat die Map, die Profonde noch nie so richtig gefallen. Diese hier gefällt mir auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Oh, hier mit dem Straßen hat er teilweise mal gepatzt. Aber, weiß nicht, da kann man irgendwie drüber hinwegsehen, finde ich. Das ist so eine Kleinigkeit und sowas wird bestimmt auch noch nachgefixt. Ich habe schon gesehen, für die Ultima kam schon fix. Ich glaube auch für den Ballenstacker halt quasi. Ich glaube, das wird sich hier dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwann befinden, dass sich da nochmal einen kleinen Patch gibt mit so kleinen Bugfixes an der Landschaft. Und so weiter muss man eigentlich nichts mehr verändern. Wir haben ja auch Sonnenblumen verbaut. Generell Multifrucht ist da. Ja, was will man mehr, ne? Das ist schon echt. Ich finde auch, wenn man überlegt, wenn ich jetzt auf die PDA gucke, das hier ist der absolute Map-Rand. Und wenn man hier rüber guckt, sieht das noch nicht so richtig Map. Klar, man kann es erahnen. Aber wenn man hier zum ersten Mal lang fährt und nicht so drauf achtet, dann
ist es jetzt noch vom Gefühl her für mich nicht so, dass ich denken würde, ach ja, da vorne ist der Maprand. Und das bedeutet, dass der Maprand wirklich gut hingekriegt wurde, weil zu 99% hat man das Gefühl auf den meisten Mountmaps, ah, da vorne ist die Map zu Ende. Und ja, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig, das Ganze so abzustimmen, dass man das Gefühl hat, die Map geht dahinter weiter. Und hier wurde es auf jeden Fall gut umgesetzt, finde ich. Haben da vorne noch eine Kartoffelwaschanlage? Oder eine Kompostanlage könnte das sein. Huhuhu. Dann wollen wir mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal ordentliche Größe. Ja, Kompostanlage haben wir hier. Also wer so ein bisschen, sage ich mal, in diese Richtung geht, dass man den LS so ein bisschen von der Tiefe her verändert, der ist hier auch auf jeden Fall ganz gut bedient. Gerade auch silagemäßig. Hier kriegst du was unter. Das ist gar kein Problem. Springen wir hier drüber und schauen mal gleich um die Ecke. Da werden wir dann bestimmt auch noch ein bisschen was finden. Hier habe ich auch richtig Lust, ehrlich gesagt. Es gibt jetzt auch den neuen Krone Big X 580, ist das, glaube ich. Mal endlich ein Häcksler, der so auf mittlerer Größe ist. Und das ist schon mal was, worüber man sich echt freuen kann, weil das gibt es so selten. Ne? Das ist alles immer meistens hier 900er Jaguar, 800er Jaguar oder sowas in der Richtung. Oh, der Hof hier ist schnuckelig. Gehört jetzt leider nicht uns. Beziehungsweise, klar, hier kann man vielleicht Oldtimer-Maschinen oder so unterstellen und hier vielleicht so tun, als würde man hier anfangen. Aber so ein richtiger Hof für uns ist das jetzt nicht. Aber allein der Feldweg hier, wie der zwischen den Bäumen lang geht, das ist schon sowas von geil gemacht, auf jeden Fall. So. Laufen wir mal hier lang. Ich mag auch immer diese, also Waldwege, wenn die abwechslungsreich und vor allen Dingen detailliert gestaltet sind, da hat man mich ganz schnell mit. Da bin ich dann ganz schnell in dem Glauben, dass die Map hier schon alles rausreißt. Weil das ist auch ganz cool, wenn man dann Fahrzeuge hat mit einer vernünftigen Federung, die dann hier schön drüber federn, ist das schon, hat das einfach was. Texturmäßig, aber echt, ja, gibt es einfach nichts auszusetzen. Gerade hier das Gras und so, das ist schon wirklich das Beste, was man aktuell nehmen kann. Ich glaube, das da vorne müsste der Landhandel sein, genau, mit den großen Silos. Sind wir mal frech heute und laufen durchs Feld. Dann gehen wir gleich mal ein bisschen zur Farm Nummer 2 und schauen uns da vorne noch ein bisschen den Wald an. Das sind, denke ich mal, zwei Sachen, die wir uns nochmal anschauen sollten. Ich muss sagen, forstmäßig habe ich die Erwartung, dass das Ganze ganz gut klar geht. Ich habe es mir vorher noch nicht so richtig angeguckt im Forst. Hat mich bis jetzt noch nicht so interessiert, weil ich ehrlich gesagt beim Forst immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, also ich habe es ja bei meinem Alpental zum Beispiel so, dass ich auf der Map nur Forst spiele und das macht, finde ich, auch ganz gut Sinn, weil die hat halt den ultra krassen Forst. So einen krassen Forst erwarte ich jetzt hier nicht. Aber es sollte halt ein Forst sein, den man auch spielen kann, der auch Sinn macht, hier mal ein bisschen Holz zu ernten und sowas. Aber halt nicht so als großen Wirtschaftszweig, sondern eher so als Nebengeschäft. Wobei, wenn ich hier den Wald sehe, der hat schon einige Hektar. Also ist wahrscheinlich auch nicht so das Problem, wenn man da mal ein bisschen mehr macht. Wir werden jetzt, glaube ich, auch einfach mal so einen Querfeldein-Waldspaziergang machen, um dann uns quasi zur nächsten Farm durchzuarbeiten. Ja, ich muss sagen, ich bin am Überlegen, wie ich diese Map hier irgendwo integrieren kann. Ob ich vielleicht wirklich so ein Projekt mache, wie ich mir seit ein paar Tagen schon überlegt habe. Mal einfach wirklich mit ganz großen Maschinen starten, mit 936 und sowas. Vielleicht auch nicht so wie früher halt hunderte Folgen spielen, sondern auch nur 50 bis 100 Folgen oder sowas. Aber dann halt einfach mal mit großen Sachen statt mit kleinen Sachen. Dafür dann aber auch, sage ich mal, vernünftig. Also jetzt nicht irgendwie. Ups, wo geht lang geht's denn hier? Das müssen wir uns mal eben anschauen, wahrscheinlich Sägewerk oder so. Sieht cool aus hier. Haben wir hier nochmal einen kleinen Hof? Der war gar nicht ausgeschildert. Okay. Vielleicht gehört er uns ja auch gar nicht. Und wir treiben uns hier gerade unerlaubterweise rum. Das könnte natürlich auch sein. Da sollten wir uns dann mal schnell auf die Füße begeben und wegrennen. Können wir hier rüberspringen? Ja. Schöner Waldboden hier. Ja. Also den Wald finde ich jetzt
Aber er ist halt so ein, ich finde, er passt auf jeden Fall zur Map. Er ist jetzt nicht so ein, so der mega übertriebene, was weiß ich was, Wald, wie auf der Alpental-Extremforst, die für mich da so ein bisschen im Maßstab ist. Aber es ist halt schon ein Forst, wo man hier auf jeden Fall auch Spaß haben kann. Wenn ich mir den Waldweg hier so angucke, der sieht auch schon richtig geil aus. Der ist auf jeden Fall auch vernünftig was geworden. Hier im Hochstand und so ist es halt mehr so ein Wald, wie man sich den vielleicht auch wirklich in echt vorstellt. Ja, das auch eher auf realistisch, finde ich jetzt. Also, wenn ich Alpental-Extremforst ist schon so ein bisschen drüber, finde ich. Ist schon ein bisschen zu krass. Und hier ist es also ein bisschen lichter. Zumindest erinnert das so ein bisschen an den Wald, der hier bei uns in der Gegend auch so ist. Ja, hier haben wir nochmal einen ganz, ganz kleinen Hof. Also diese Abwechslung durch die Häuser finde ich eigentlich echt gelungen. Man hat immer so das Gefühl, dass hier richtig was stattfindet an Landwirtschaft. So, ein kleiner alter Hof. Wahrscheinlich ein einsames Haus mit Scheune. Dann wollen wir nochmal uns die Farm Nummer 2 angucken. Und dann glaube ich auch, hat man erstmal einen ganz guten Eindruck von dieser Map gewinnen können. Farm Nummer 2. Ich glaube, hier ist was falsch nummeriert worden, weil das hier ist das Sägewerk. Zum Glück das vom Forstmod, weil das finde ich wesentlich schöner als das von Bjornholm, von der Standardmap, was viele verbauen. Also das hier ist doch schon echt geil. Ich vermute mal, dass hier die Beschreibung falsch gesetzt wurde. Halt quasi da oben, wo die Infotafel ist, dass da Farm Nummer 2 ist. Und hier beim Sägewerk ist halt das Sägewerk, ne? Ja. Man sieht, wir haben den rechten Teil der Map so ein bisschen ausgelassen. 2-3 Meter, 2-3 Straßen könnt ihr dann noch selber erkunden. Aber ich würde sagen, von mir bekommt die Map auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Ich hätte nicht gedacht, dass mich eine Mod-Map vom Mod-Contest so schnell so überzeugt. Aber wir haben hier einfach auch ordentlich große Flächen. Wir laufen jetzt einfach mal einmal so ein Feld quer. Das ist schon, hier hat man schon Hektar. Und vor allen Dingen halt auch diese Weite finde ich schön. Also man kann sehr weit sehen, ohne dass es, ja, das ist schwer zu formulieren. Normalerweise finde ich die Berge immer deshalb gut, weil man da nicht so viel von der Map sieht und man nicht das Gefühl hat, da vorne ist ja schon das Ende der Map. Sondern hier ist es so, boah, das Feld ist echt ordentlich groß. Hier ist es so, dass man das Gefühl hat, unendliche Weiten. Also es ist schon flach und hügelig, aber man hat nicht das Gefühl, da vorne ist schon Ende, sondern das geht endlos so weiter, wie man hier läuft. Das finde ich zumindest, so wirkt das auf mich. Ich kann jetzt da hinten wirklich kein Ende erahnen und das ist ein verdammt cooler Effekt, den man erstmal optisch so hinkriegen muss. Und von daher würde ich sagen, ja, wie gesagt, ich bin ziemlich überzeugt von der Map. Ich habe 5 Sterne gegeben. Was ihr geben wollt, ist euch überlassen. Schaut euch die Map auf jeden Fall an, sollte ich jetzt so ein bisschen mit der Map euer Interesse geweckt haben. Und ich bin raus, Leute. Ciao.